Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute haben wir die finale Challenge. Wir machen ein CQB-Turnier. Also, wir machen quasi immer 1 gegen 1. Und wer am Ende dann ja, die meisten Punkte hat, kommt ins Finale. Wer das gewinnt, hat dann damit dementsprechend das Turnier gewonnen. Da wollen wir erklären, hier, wer von uns hier der beste Spieler ist. Ja, ganz immer so ablaufen. Wir machen das die Vorrunde mit dem Punktesystem. Das heißt, jeder spielt erstmal gegen jeden. Dann gibt es pro Abschluss einen Punkt und pro gewonnene Runde gibt es einen Punkt. Also kann man maximal 3 Punkte in der Runde gewinnen. Die Runden gehen immer maximal 3 Minuten und es gibt 2 Leben. Also kann ich, wie gesagt, pro Runde maximal 2 Abschüsse machen. Das heißt halt 2 Punkte durch Abschüsse, 1 Punkt durch Gewinn der Runde. Ja, danach wieder gegen jeden wird quasi ausgewertet, wer hat am meisten Punkte. Die beiden mit den meisten Punkten kommen ins Finale und da ist dann quasi nochmal dasselbe Prinzip, also auch wieder 2 Leben, maximal 3 Minuten. Aber da zählt einfach, wer gewinnt die Runde. Der hat dann dementsprechend das Turnier gewonnen. Ja, wir hoffen mal, dass alles funktioniert. Wir werden jetzt gleich anfangen mit Schnick, Schnack, Schnuck. Je nachdem, wer dann das gewinnt, ja, ist die erste Paarung, wer gegeneinander spielt. Und dann halt so, dass halt jeder einmal gegen jeden gespielt hat. Gut, ich würde sagen, wir fangen mit Schnick, Schnack, Schnuck an. Und dann geht's auf die GoPros und wir gucken uns das Gameplay an. So, also wir machen jetzt Schere, Stein, Papier, um zu gucken, wer mit wem gegeneinander spielt. Ja, gucken wir uns mal an, wer gewinnt. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Okay, also. Ja, du bist raus. Ich bin schon mal raus. Okay. Gut, also, wenn es gewonnen ist, gut. Also spiele ich gegen Micha zuerst. Ja. Gut. Also, Schere, Stein, Papier hat entschieden. Erste Paarung: Micha gegen mich. Los geht's. It?
werden jetzt gewinnen. Bei gleicher Schaltung. Ja, aber statt vorne gedruckt. Ja. So, Zwischenbilanz, erste Runde. Ja, auf jeden Fall cool. Ausgegangen ist es 3-1. Also ich habe quasi Micha zweimal getroffen, habe noch den Punkt für die Runde bekommen, also 3. Micha hat mich einmal getroffen, also hat er quasi einen Punkt bekommen. Ja, erstes Spiel, Martin 3, Micha 1. Zweites Spiel, ich gegen Tim. Los geht's. So, Runde 2 vorbei. Ja, für mich gab es wieder 3 Punkte, quasi zweimal abgeschossen, einmal fürs Gewinnen. Tim hat mich auch einmal erwischt, für ihn gibt es 1 Punkt. Ja, also mein neuer Punktstand ist dann 6. Damit stehe ich im Finale. Tim und Micha haben beide 1 Punkt. Die spielen jetzt quasi ja, um den 3. Platz und dann kommt das Finale um 1 und 2. Los geht's!
So, Runde vorbei. Gewonnen hat Micha. Damit kriegt Micha 3 Punkte. Sind wir in der Runde 0. Ja, also Punktstand der Vorrunde. Für Tim Platz 3 mit 1 Punkt. Micha Platz 2 mit 4 Punkten. Ich wäre auf Platz 1 mit 6 Punkten. Das heißt, Finale Micha gegen mich. Und im Finale ziehen die Punkte quasi nicht rein. Jetzt zählt es quasi einfach, wer gewinnt das Finale. Der hat dann damit auch das Turnier gewonnen. Gut, dann würde ich sagen, wir legen los. Glück, ja. Ein Glück. Bit? Bis zum nächsten Mal. Glück hier. Oh, schön, dass du dabei warst.